So, da sind wir wieder und wir sind aufgestiegen. Das ist auf jeden Fall schon mal die positive Nachricht des Tages. Oder beziehungsweise eures Vorgestern's, weil ich das da ja geschafft habe. Sagen wir mal so. Und wir haben jetzt noch ein Spiel und wir können noch Meister werden. Also dafür müssen wir gewinnen, weil wir ja 2 Punkte brauchen und nicht nur einen. Aber 8000 Münzen Aufstieg wäre schon ziemlich cool. Gewinnen wäre natürlich besser. 8-1 ist das letzte Spiel übrigens ausgegangen, was ich da dann abgebrochen habe irgendwann. Der Gegner war dann zwischendurch mal wieder da, hat aber auch nicht viel gerissen und irgendwie haben wir dann so ein bisschen Tore noch geschossen und dann war es das auch. Und ja, wir zocken mit unserem mega geilen neuen Hybrid-Team. Zocken wir wieder. Der Kroos ist wirklich eine Bombe, das habe ich ja in der letzten Folge schon erwähnt. Ja, und auch der Rest gefällt mir bisher sehr gut. Sehr überzeugend alles. Übrigens auch Dante, also habe ich vorhin als Auswechselspieler für Santana, glaube ich, im letzten Spiel sogar gehabt, bin ich mir gar nicht sicher, aber ich glaube schon. Hat wirklich überzeugt. Also da auch kein Problem. So. Martinez war ich ja ein bisschen kritisch, aber bekommt immer den Ball ganz gut, macht dann seine Pässe, ist ja jetzt nicht so der Spieler, der dann selbst nach vorne rennt oder irgend sowas. So mittelmäßig SV Bayer. Ich nehme ja das grüne Trikot, weil ich es einfach geil finde. FC Julian gegen SV Bayer ist jetzt das Spiel. Und wir gucken, was er für eine Mannschaft hat. Ich sehe Van der Vaart als stärksten Spieler. Ich sehe noch Lewandowski, ich sehe Esswein, ich sehe Elia, ich sehe Bender, Shaqiri, Alaba, Subotic, Santana, Gebre Selassie und ich sehe Adler. Steht Teamchemie nur, sage ich jetzt mal, 92. Esswein ist natürlich schnell, aber kann sonst eigentlich nicht viel. Ist eigentlich sonst schwach wie ein Brot. Ansonsten wüsste ich jetzt nichts, was ich dazu noch sagen kann. Mein Team ist natürlich nicht schwach wie ein Brot. Nee, ich lasse jetzt dazu irgendeinen flachen Witz zu machen, jetzt irgendeinen Vergleich anzustellen, weil es geht sowieso wieder schief. So, aber wenn ihr keine flachen Witze mögen würdet, würdet ihr mich nicht gucken. Daher ab und zu nehme ich mir die Freiheit mal raus und mache einen richtig behinderten Witz. Und dann sind wir doch alle zufrieden. Nee, ich lasse das wieder auf ausgeglichen. Das hat letztes Spiel ja auch ganz gut funktioniert. So, sehr schöne Ball geholt. Jetzt gehen wir auf Sicherheit. Spielen wir mal hier hin. So, hier hin. Kommt er wieder dahin? Nein, nicht ganz bekommen. Aber da sehr souveräne Abwehrarbeiter lasse ich ihn gar nicht überhaupt irgendwie zum Pass kommen. Bis auf diesen Doppelpass jetzt, wo man dann natürlich nicht wirklich viel machen kann. Wenn der Gegner einmal die Lücke gesehen hat, dann ist sie auch da. Also er sieht sie natürlich nur, wenn sie auch da ist, aber wenn sie nicht da ist, dann sieht er sie auch nicht. Okay, lassen wir das. Jetzt schauen wir erstmal, was wir hier noch so machen können. Den könntest du vielleicht rauspölen. Schön. Also, das ist schön, war jetzt nichts so Besonderes, aber. Diego. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Also, das ist Abseits, denke ich, weil da so viele in die Luft zeigen, aber. Diego. Oh, das war ein schöner Schuss von Diego. Der ehemalige Werderaner. Ich glaube, da war er so allen noch am sympathischsten irgendwie, ich weiß es nicht. Also Deutschen so. Also da war er echt ein klasse Spieler. Ich kann mich da noch dran erinnern. Bayern, Bremen, Hamburg waren da 2 Jahre lang ganz oben dabei. Und Diego, Van der Vaart und Ribéry waren mit Abstand die stärksten 3 Spieler der Liga. Das waren noch Zeiten, Jungs, das waren noch Zeiten. Das ist doch eine Solidarität und Liebe unter den Menschen. Sie helfen ihm. So, jetzt hier Diego. Nicht dafür sorgen, irgendwie, dass wir noch ein Gegentor bekommen. Das finde ich überhaupt nicht cool. Gehen wir auf den hier. Ziehen zurück. Wieder in die Richtung. Und ich würde sagen, da ist das Ding. Michel Bastos. Schönes Teil. Ja, der Bastos hat ein schönes Teil. Okay. Schöner Schuss. Gegen den SV Bayer führen wir jetzt. Mit dem mittelmäßigen Bundesliga-Team, würde ich sagen, trifft es am besten. Nee, zu dem passt auf jeden Fall nicht. So, jetzt gucken wir mal auf diese Seite. Gleicher Trick, wieder hier ziehen. Ah, schade. Da wäre oben sogar noch einer frei gewesen. Aber mit Bastos kann man auch, wie gesagt, auch mal einen Schuss anbringen, der ein bisschen weiter weg ist oder aus dem Kackwinkel oder so, weil Bastos haut wirklich die Dinger ins Netz von egal wo. Da haben wir so Bastos und Pato, die da so meine Experten für sind. So von reinhauen, egal wo. So.
der war anders gedacht, aber immerhin nicht so schlecht trotzdem. Ah, schade, wäre das nicht das Foul gewesen, dann hätte ich es noch vielleicht hinbekommen. So, Diego mit der gelben Karte. Wenn zur Halbzeit jemand gelb hat, werde ich ihn auch eventuell auswechseln, also da vielleicht kein Risiko eingehen, denn die 2K, die kann man sich doch auf jeden Fall mal verdienen. Ich habe einen Titel im Regal stehen, sage ich mal. Zumindest wenn ich das jetzt schaffe und wenn Held mir das Tor frei hält. Übrigens da eine Möglichkeit, wie ich eventuell verstärken könnte, der mir sogar auch schon mehrmals empfohlen wurde und den ich auch klasse finde, ist Diego Alves. Also Torwart der BBVA. Oh, da steht noch mein Spieler. Ich will nicht wissen, wer das ist. Die Nummer 3, weiß ich gerade gar nicht. Sehr ärgerlich, Subotic. Aber ich glaube, gegen den Gegner geht auf jeden Fall noch was. Also da kann man auf jeden Fall noch gewinnen mit ein bisschen Glück oder mit ein bisschen Können vielleicht auch. So, und jetzt werde ich auf jeden Fall mal ein bisschen offensiver schalten, weil ich schon merke, dass ich den besiegen kann. Und es halt eben nur eine Frage der Zeit ist oder eine Frage der guten Chancen und eine Frage der Konzentration. Also wie immer bei mir, wenn ich mich konzentriere, dann schaffe ich die Dinge, dann packe ich die Dinge an. Was war denn los? Ich habe zwar nichts gesehen, kein Foul, aber kann man natürlich trotzdem anwählen. Ja, mache ich jetzt nicht. Das war natürlich so wenig anspielen wollte ich ihn eigentlich nicht. Oh. Oh. Okay, da gleich Doppel- oder Dreifach-Chance. Spannung steigt hier. Wir haben übrigens, nein, nicht mitten in der Nacht, stimmt nicht, wir haben abends. Deswegen bin ich nicht ganz so laut, also ich könnte es auch leider nicht brüllen, weil meine Mutter ja im Bett ist. Wobei ich demnächst ja auch sturmfrei habe. Und, da könnten auf jeden Fall noch ein paar Aufnahmen mit Schreien dabei sein. Nein, das mache ich natürlich nicht extra, aber wenn sich dann was ergibt, wo ich wütend bin, dann werde ich auch natürlich alles mal rausholen. Weil bei manchen Sachen, ich finde es echt dann doof, sich irgendwie zu verstellen, weil man ja gerade im LP ist oder irgend sowas. Das ist nicht so meine Art. Wenn mir jemand zuhört, dann mache ich mir das auch kenntlich, was ich gerade nicht gut finde oder ähnliches. Ah, schade. Da wollte ich noch wieder in die Mitte ziehen mit dem Herrn Diego. So, schön von Fafan gemacht. Pass kommt zu dem hier. Und relativ sicher nach vorne. Ja, Diego ist nicht schnell genug. Santana ist natürlich auch, der setzt sich auf jeden Fall auch gern mal durch, wo man es nicht so unbedingt erwartet. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. So, hier hatte ich komischerweise meine Abwehr sonst wo stehen. Also habe ich dadurch gerade die falsche Person gesteuert. Ah, ist das Abseits? Nein, ich glaube, das ist knapp kein Abseits. Und der angeschnittene Schuss. Und Gomez macht das Ding. Ja, ich jubel hier. 2-0. Wie gesagt, wenn ich jetzt alleine wäre, dann würde ich 2-1. Ich habe das Gegentor gerade ganz vergessen von Subotic. Aber Selbstsicherheit ist natürlich immer nicht schlecht. Daher sagen wir, würde 2-0 stehen. Wobei ich dann natürlich wäre nicht so spielen würde. Nicht so vorsichtig spielen würde. Und ich will natürlich jetzt etwas vorsichtiger spielen. Oh, 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 oh. Ja, das ist ärgerlich, aber da konnte ich nichts machen. Der Ball prallt von meinem Spieler ab. Und dann wird ganz ungünstig beim Gegner. Ganz, ganz ungünstig. Aber das ist den gleichen Spruch, den ich eben schon gesagt habe, als er das Unentschieden gemacht hat. Also den Ausgleich, besser gesagt. Der Typ ist auf jeden Fall zu schlagen. Ich habe auch schon 2 Tore gegen ihn gemacht. Und gegen wen ich 2 Tore mache, gegen den kann ich ein drittes machen. Das ist jetzt so mein Motto. Sage ich einfach mal. Okay, der war natürlich zu weit gespielt. Okay, da schummelt er sich natürlich irgendwie durch. So, schön halten. Viel Sicherheit, also Souveränität wieder bei ihm. Die strahlt er nämlich immer aus. Ah, nicht ganz. Diego ist nicht schnell genug. Diego sollte doch eigentlich gar nicht so sehr langsam sein. Also auf jeden Fall nicht extrem langsam. Ich dachte eher, dass das Gomez jetzt eben war. Also ohne auf den Spieler irgendwie zu gucken. Weil er halt relativ langsam war. Oh, ganz gefährlich, ganz gefährlich. Oh! Der S-Wein. Ich habe eben noch gesagt, der kann nichts. Das stimmt zwar weiterhin, weil den jeder reingemacht hätte, aber
Sehr ärgerlich. Ich bleibe bei meinem Motto, wenn ich zwei Tore schieße, kann ich ein drittes schießen. Ja, schlimm ist, es geht hier um, ich sage jetzt mal einfach um nichts, es geht nur um 2K. Es geht nicht darum, irgendwie 10 Spiele nochmal neu spielen zu müssen, weil ich mal wieder nicht aufgestiegen bin. Sonst geht jetzt nur um 2K und um diesen Titel. Aber trotzdem wäre ich dann sehr dafür, dass ich das hier noch gewinne. Das wäre nämlich schon ziemlich cool. So, gib mir den Ball schon mal her. Das wäre auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, dann pfeift er natürlich ab, obwohl sich oben hier, ich weiß gar nicht, wer das war. Ich glaube, es war sogar Kroos, der sich da super freigelaufen hat. Aber der Schiedsrichter sagt, no. Warte mal, das sagt irgendein Kommentator immer. So, ich gehe jetzt übrigens mal auf Offensiv. Oh Gott. Das war natürlich gar nichts. Sieht fast aus wie eine Blutgrätsche. Ja, was ich ganz vergessen habe, was jetzt eher ungünstig wäre, hätte ich es komplett vergessen. Ich muss mal auf Pause drücken und wir sehen uns dann gleich wieder. So, Angleichung ist hier, ich habe mich gerade noch am Fuß gekratzt, während ich schon wieder gedrückt habe. Ich liebe es. Das passiert bei COD ja immer sehr gern, dass ich mich noch irgendwie kratze, wenn der Gegner mich gerade... Oh, das war ganz schön knapp. Ich glaube, das war wieder Kroos. Ich bin mir da gar nicht sicher. Wäre es Kroos gewesen... Eigentlich, ich würde jetzt mal sagen, wenn es nicht Kroos gewesen wäre, dann würde ich sagen, dass wenn es Kroos gewesen wäre, dass er den hätte reintun müssen. Das ist jetzt viel zu kompliziert wieder. Dafür, dass es schon so spät ist. So, eine ganz schlechte Idee wäre das jetzt hier, das Tor zu kassieren. Boah, knapp. Und jetzt fängt es auch wieder an zu laggen. Das ist ja wirklich traumhaft. Das habe ich jetzt in den letzten Tagen öfters, weil mein Internet in den letzten Tagen echt schlecht ist. Ich muss auch gleich, bevor ich ins Bett gehe, mal wieder eine neue Folge einschalten, dass die hochlädt, weil ich habe Angst, dass ich dann irgendwie keine Folgen mehr hochgeladen bekomme, weil YouTube irgendwann in der Mitte sagt, nö, du hast kein Internet mehr, wir brechen jetzt mal kurz ab zwischendurch. Das wäre überhaupt nicht gut. Weil mein Internet jetzt gerade im Moment, ich weiß nicht, woran das liegt, echt nicht. So, den sichert sich Helden auf jeden Fall. So, der lange Abwurf. Der lange Abwurf, der leider nicht ankommt. Aber das ist Abseits vom Gegner. Eine knappe, aber richtige Entscheidung. Hat er jetzt zwar nicht gesagt, aber fiel mir gerade ein. Boah, ich gehe mal kurz ins Menü. Gucken, ob ich wen auswechseln kann, fitnessmäßig. Ne, da ist alles noch in Ordnung. Diego Rot wäre prinzipiell nicht mal schlimm. Warum ist KK draußen? Ach, das ist ja mein Hybrid-Team, habe ich ganz vergessen. So, und jetzt gehen wir mal, setzen wir mal fort, weil öfters ist das so, dass ich dann den Fehlpass mache, dann dass das Internet dann sich wieder ein bisschen sammeln konnte. Wenn ich so nenne ich es jetzt einfach mal. Gomez. Klasse, wie er da das Aufbauspiel des Gegners zerstört. Oh, sehr ärgerliche Aktion.